Da ist noch was. Der Geocaching. Komischerweise kriege ich nie ein Set zusammen. Irgendwas fehlt mir immer. So, jetzt will ich aber noch eines eben. Weil ich habe jetzt die Fackel gerade in der Hand, wenn ich jetzt das Gewehr nehme. Dann. Jetzt bist du dran! Sind die? Ups, den muss ich nachladen. Natürlich wehre ich mich. Ich kann natürlich auch mal hier die Lampen kaputt machen. Dann sehen die mich schlechter. Ups. Mann, wollte die Lampe da ausmachen. Verdammt. Jetzt wollte ich aber diese Lampe da kaputt machen. Oh, geht doch. So, den Typen da. Hey, den habe ich auch voll den Headshot gegeben. Da ist noch einer. So. Ich glaube, das war's jetzt aber. Okay, man hat also immer vier Waffen. Gut, soll ich mal wieder meinen Bogen nehmen. Ah, da ist wieder Munition. Heißt, ich kann Gewehr nachladen. Ja. So. Ist schon ganz schön. Was drauf, die Lara hier. Meine Güte. Da wieder Munition. Oh, da ist noch Werbungsgut. Ich glaube, die Aufnahme ist um einiges dunkler. Als wie ich das Spiel jetzt sogar so sehe. Das richtig sehe, muss ich mir hinterher nochmal beim Schnitt genauer anschauen. Aber eigentlich müsste das ja ungefähr gleich sein. Ich sehe ja das gleiche Bild wie ihr. Ja, da schaue ich einfach hinterher mehr. So. Da ist ein Fass, wo ich aufpassen, dass das nicht in die Luft geht. Ah, und das. Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Gewehr einmal nachladen. So, ist nachgeladen. Pistole ist vollgeladen. Gut. Jetzt brauche ich wieder irgendwas, was brennt. Ja. Aber hier ist nix. Nö. Muss ich wahrscheinlich gleich nochmal zurücklaufen. Komm ich da oben hin? Nö. Ich wollte nicht da durchspringen. Und da hoch. Kann ich hier hoch? Nee. Auf jeden Fall ist da oben irgendwas, aber wie kommt man da hin? Hm. Vielleicht erstmal hier weitergehen. Alles auf jeden Fall schon mal mit Feuer. Als wenn ich es gerochen hätte, ne? Hier hinten und einmal das Ding anzünden. Einer fehlt uns noch.
Ich hoffe, da sind wir noch nicht dran vorbei. Ja. Also hier kommen wir auf jeden Fall durch. Aber ich glaube, dann kommen wir nicht mehr da oben drauf. Es würde mich nicht wundern, das letzte Ding da oben ist. Wie muss man doch da hinkommen? Ah, hier wahrscheinlich, da hochspringen. Ah ja. Stimmt, hier. Hüpp. Genau. Habe ich mir doch gedacht. Müssen wir auch hier ein Lagerfeuer. Pfeil? Ich habe gerade einen geschossen. Muss ich doch eigentlich. Habe ich wieder eingesammelt. Aber so ein brennbares Ding ist hier nicht. Gut, dann machen wir erstmal hier beim Lagerfeuer. Kurz. Fähigkeitspunkt habe ich wieder. Kämpfer-Upgrade, da. Schmerztoleranz, sie halten im Kampf mehr aus. Und schmutzige Tricks, werfen sie ihre Feinde Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für ihre Angriffe zu machen. Ich glaube, ich sollte erstmal ein bisschen mehr aushalten. Gerade bei den Wölfen. Ich meine, es ging jetzt bisher eigentlich ganz gut. Aber desto mehr einstecken können, desto besser ist es. So, Ausrüstung. Aber ist wieder einiges. Bogen. Kann ich ja noch nicht. Weil ich noch nicht irgendwie die zwei Dinger gesammelt habe. Gewehr. Großraummagazin. Mehr Kugeln. Bolster das schafft eine Polsterung zum Gewehrkolben und Griff zur Stabilisierung der Waffe beim Feuern. Das klingt gut. Tja. So, das erste. Das kann ich auch. Klebeband, Doppelmagazin. Zwei mit Klebeband verbundene Magazine erhöhen das Nachladetempo. Ja, genau deswegen hat das G36 so kleine so Haken, wo man mehrere Magazine nacheinander machen kann. Polierter Auswerfer. Ein polierter Auswerfer, der die Schussfrequenz erhöht. Ist eigentlich alles interessant. Ich glaube, ich mach mal. Ruhiger ist nicht verkehrt. Mehr Schuss ist natürlich auch nicht verkehrt, aber hiermit schneller nachladen, dann habe ich natürlich schneller noch mehr Schuss zur Verfügung. Schussfrequenz. Eigentlich schon okay. Ruhiger oder mehr? Ich glaube, ich mache das ruhiger. Um einfach genauer zielen zu können. Dass ich so weniger Munition verschwende ich. Cool. Dann geht's weiter. Aber wir machen wieder die Fackel an. Wenn du den willst. Jetzt. Und dann gehen wir hier raus. Komm mal auf. Los. Ja. Yeah. Mal gucken. Okay. Ziehen. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut, wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay, das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Ja, haben wir jetzt Übungen drin, ne?
müssen wir noch schauen, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Das ist noch Munition. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Tja. Guck mal, ob hier wieder auch irgendwo so ein Lappen hängt. Was haben wir denn hier? Irgendwas mit Feuer. Apropos Feuer. Ah, das war der Lappen. Haha. Der hängt da doch. Dann machen wir den mal schnell platt. Zu Asche. Da. Komm. Bin mal gespannt. Unglaubliche Herausforderung gemeistert. Man hat anscheinend einfach nur ein bisschen EP gegeben. So, Pfeile haben wir voll. Tja. Hier sind ein paar Rohre. Bloß nicht berühren. Wow. Scheint ja heiß zu sein, dass das alles hier noch läuft. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Ja, hoffentlich. Wow. Schön weitergehen. Nochmal. Nochmal. Aktuelle Position, Basis, Außenbereich. Schnee. Das ist doch nicht normal. Tja, ich glaube, ich sollte hier ein neues Outfit anziehen. Das könnte ein bisschen kühl werden hier. Da haben wir doch direkt schon ein Lagerfeuer. Bergungsgut. 42, ja. Natürlich viel zu wenig. Laufen. Ich glaube da, ne? Schön vorsichtig, schneller. Wow! Komm her! Ah, muss hier wieder. Nein, ich hab's doch gedrückt! Verdammt! Ich war nicht darauf vorbereitet. Schnee! Klar, ist das nochmal. Wir sind hier in den Bergen. Wenn es hoch ist, gibt es auch Schnee. Etwa. Komm her! Ah, Wetter! Loslassen! Bäm. Und tschüss. Verdammt! Wie viele sind es? Schon mal einer weniger. Komm her. Und noch einer weniger. Apropos. Komm her. Bäm. Das
Gewehr können wir, glaube ich, nochmal nachladen, ne? Ne, brauchen wir nicht. Pistole ist nachgeladen. Ne, Pistole muss man nachladen. So, und Bogen. Den brauchen wir eh nicht nachladen. Dann haben wir noch Munition. So. Erstmal hier wieder. Da oben ist einer. Verdammt. Wow, 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 wow. Wo ist der? Wow. Da oben. Komm. So, den haben wir. Wow, wow, wow. Verdammt. Komm her da. Wow. Und weg. Okay, ich glaube, ich sollte lieber die Pistole nehmen. Treffe ich, glaube ich, den Typen da besser. Also brauche ich eh nicht mehr sein. So, den haben wir. Auch erledigt. So. Ist der Typ da noch da? Mal erstmal nachladen hier. Scheint war es das mit den Typen erstmal. Schauen wir mal, ob hier oben irgendwas ist. Sind auf jeden Fall noch welche. Ah, da hinten. Nur, dass das die meisten alle mit Bogen schießen. Ah ja. Den Molotow-Cocktail ausweichen. Bäm. Können wir nachladen. Die halten schon ein bisschen was aus, die Typen. Jetzt habe ich ihn aber. Ja, da ist was. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Oder vielleicht noch älter. Irgendwo habe ich gerade noch Stimmen. Ja, dann ist er auch fest, hätte ich auch viel leichter die Typen platt machen können. Viel weniger Munition. Ich da eigentlich irgendwo rauf, wo ich die ganzen Typen erwischt habe. Eigentlich noch einer. Komm schon raus. Wow! Ich mach dich fertig! Jetzt hab ich ihn. So. Hat das dem fast auch was gebracht. Was mich noch ein bisschen wundert ist, dass ich ja nicht so wirklich eine Lebensanzeige habe und keine Minipacks oder so. Also bei den ersten Tomb Raiders, da gab es ja auch immer diese Medipack-Taschen. Haben wir hier aber irgendwie überhaupt nicht. Und ich sehe auch gar nicht. Gut, wenn ich ein bisschen Schaden da habe, dann ist das ja irgendwie so rot, aber wieder heilt sie sich immer komplett von alleine.